jetzt gleich weiter mit Jamila Peiter über die Ursache der Ursachen, whatever damit gemeint ist. Ich bin sehr gespannt. Und hier, du musst jetzt eingeschaltet werden. So. Du brauchst noch ein Flipchart. Okay. I flip out. Ist das an? Das ist an. Ist nicht an. Doch. Sagen die Leute. Ja, doch an. Naja, gerade nicht. Ich teste lieber ein bisschen lauter, sonst hast du so die Atemgeräusche. Ja, wie ist das? Hört mich jemand da hinten, bitte? Ah ja, ein bisschen lauter. Gut. Und wo habe ich jetzt mein Glas mit Wasser? Ja, danke. Ist okay, wenn ich da hin tue? So. Kann man bitte die Tür zumachen hinten? Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Das Thema heißt die Ursache der Ursache und das hört sich so an, als hätte ich den goldenen Schlüssel zur goldenen Tür. Dem ist natürlich nicht so. Es gibt viele Gebete, ich merke, ich sehe doch nicht richtig. Es gibt viele Gebiete, wo man die Ursache von einem bestimmten Gebiet rausholen kann. Eine ganz kleine Geschichte. Ich bin gestern hierher mit zwei Freunden gekommen und dann sagte ich im Auto, wow, ich habe richtig Bauchweh für meinen Vortrag für morgen. Ja, wieso? Und du hast doch schon Vorträge. Ja, aber das ist was Neues für mich. Es ist zwar ein einfaches Thema, aber es ist neu. Und das erste Mal, wenn man etwas über etwas spricht, das ist immer ein bisschen aufregend. Dann kam ich hierher und mischte mich unter die Menschen, so wie wir alle das gemacht haben. Und es war weg. Also zu 90%, 10% noch ein bisschen hier. So. Gut, und damit wollte ich sagen, hier zu sein und die Energie zu spüren, ist was ganz anderes, als sich so einen Vortrag auf Video anzuschauen. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Spürt ihr die Energie, die wir so miteinander teilen? Ne? Das ist was Wunderschönes. Ja, ich habe nicht viel Zeit angeblichen, wollte mal sehen. Zumal ich noch zwei Themen anbiete und dann irgendwann verknüpfe ich die beiden Themen. Das ein Thema heißt die wahren Bedürfnisse der ganz kleinen Kinder. Und das dürfte auch alle interessieren, die keine Kinder haben und nicht die Absicht haben, welche zu haben. Warum? Weil wir alle mal selbst Kinder waren. Und dann macht es irgendwann mal einen Klick und dann können wir verstehen, warum wir manchmal so komisch, so aggressiv, so voller Probleme sind. Und das zweite Thema heißt, das hört sich jetzt sehr konträr, aber irgendwo hat es einen Zusammenhang. Wir nennen Demokratie sein striktes Gegenteil. Und das ist ein sehr brisantes Thema. Gut, dann fange ich an mit den Bedürfnissen der Kinder. Und zwar, vor ein paar Wochen hörte ich im Rundfunk morgens in den Nachrichten, ich höre sie eigentlich an, um zu wissen, womit wollen sie uns heute betrügen. Also ich höre sie nicht an, um zu wissen, was geht auf der Erde los. Das ist, ich glaube nicht, dass es eine Nachricht gibt, die stimmt. Und wenn sie stimmt, dann ist sie irrelevant für unser Leben. Zum Beispiel die Sonne scheint oder irgendwas. Ja. Und da hörte ich, jedes Kind hat ein Recht auf Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt frage ich Sie, und ich möchte zwei, drei Antworten bekommen, worauf hat ein Neugeborener ein Recht? Ich spreche von Neugeborenen, bitte. Die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit, Artikel 2 des Grundgesetzes. Ja, also die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit ist auf alle Fälle richtig, aber jetzt geht es um Neugeborene. Liebe. Für Sorge. Milch, Muttermilch, ne? Was noch? Liebe, 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 Liebe. Also, saubere Luft, saures Wasser. Ja, das ist, also ich bleibe mal bei der Liebe, die kam ja
verschiedene Male und das trifft natürlich zu. Und wer gibt diese Liebe? Das ist an erster Stelle die Mutter, der Vater. Ja? So, aber jetzt, das bedeutet, so viel wie möglich sollte das Kind bei der Mutter sein. Und jetzt ist die Nachricht so, jedes Kind hat ein Recht auf einen Kinderplatz in der Krippe. Und jetzt schaut mal, wie wir betrogen werden, wenn wir hören, jedes Kind hat das Recht auf irgendetwas, es ist egal was, denken wir automatisch oder die Masse denkt automatisch, wow, das ist ja toll, da ist jemand, der sich für die Kinder engagiert und man hört vielleicht gar nicht hin, was da gesagt wird. Das wird so, wenn man nicht bewusst lebt und bewusst denkt, wie wir das natürlich tun, dann wird das registriert, ja, Kinderkrippe wird wahrscheinlich gut sein, man hat ein Anrecht. Es ist so eine dumme Sache, weil ein Recht bedeutet, jemand hat sich auch für diese Rechte engagiert. Die Babys haben nicht gesagt, hallo, ich will in die Krippe. Das machen wir. Und warum sollen die Kinder in die Krippe, damit die Mütter arbeiten gehen, damit sie in einem Schema reingepresst sind, damit sie Steuer, Einkommensteuer bezahlen und so weiter und so weiter. Warum sollen die Kinder außerdem in die Krippe, damit sie so früh wie möglich an das System als spätere Konsument erzogen werden? Könnt ihr da jetzt so einen Zusammenhang sehen? So, doch, Tatsache ist, wenn das Kind nicht die Liebe bekommt, in Form von Nähe, von Muttermilch, wenn es geht nicht immer, angeblich, okay, in Form von Präsenz, in Form von Tragen, von sehr viel Tragen, vorne, hinten tragen. Wenn das ein Baby nicht bekommt, ist von vornherein ein Mangel da. Und diesen Mangel haben wir mehr oder weniger alle erlitten. Und diesen Mangel haben unsere Kinder, also diejenigen, die Kinder haben oder Enkel, auch erlitten, weil wir, ich würde sagen, 99% der Menschen sind sich das gar nicht bewusst. Und als ich Mutter war, wusste ich es auch nicht. Und auch dann, wenn ich es gewusst hätte, wäre ich eine sogenannte schlechte Mutter gewesen. Gibt es ja gar nicht schlechte Mutter, jeder macht, was sie kann. Aber so in diesem Schema wäre ich eine schlechte Mutter gewesen. Insofern, egal was ich jetzt sage, bitte, wenn Sie eine Mutter sind und Sie wollen bald wieder arbeiten gehen und Sie wollen tatsächlich Ihr Kind in die Krippe geben, das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, was macht unser System damit? Das ist das Thema, dass das System, die Regierung, so wie das alles jetzt funktioniert, will uns immer mehr hinsteuern, als würden die Kinder, weiß Gott wie, was habe ich gesagt? Ich war woanders. Ja, es ging um Steuern. Ja. Okay. Wir müssen aufpassen, weil wir gar nicht merken, dass wir so reingesteuert werden mit diesen Dingen, und zwar vom kleinsten Alter. Und jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ab dem Moment, wo wir nicht das bekommen, was uns zusteht, was jeder von uns zusteht, unseren Kindern zusteht, ist ein Mangel da. Und das ist das Urvertrauen, was viele ganz arme Afrikaner von mir aus, Indonesier und so weiter, viel, viel, viel mehr haben als wir. Und deswegen können sie solche unglaubliche, schlimme Lebensbedingungen einigermaßen überleben. Das Urvertrauen ist nicht da. Und wenn ich mir anschaue, wer da oben sitzt, nicht mal von den höchsten Eliten gesprochen, aber wer so Machtposition hat, ich sage mir immer, wenn das Kind das bekommen hätte, wenn diese Erwachsene das bekommen hätte, was ihm zugestanden hat früher als Baby, ich glaube nicht, dass so ein großer Mangel da gewesen wäre, als müsse er sich jetzt rächen oder er müsste irgendwas gut machen, sich wichtig machen, sein Ego und alles, was damit zusammenhängt, viel Geld,
viel Wichtigkeit. Das alles entsteht aus der Tatsache, dass das Baby, das kleinste Baby, ich sage einfach bis 3 bis 5 Jahre, aber umso mehr, wenn es ganz klein ist, nicht erhalten hat, worauf er Anspruch hat. So, das ist also eine Ursache der Ursachen. Mit solchen Sprüchen wie das Kind, jedes Kind hat ein Recht auf und so weiter, mit sowas steuern sie uns. Und das ist das Gleiche, wenn es darum geht, dass man sagt, Schutzimpfung, anstatt zu sagen, was macht man Vorschläge? Vergiftungsimpfung, was noch? Manipulationsimpfung, von mir aus. Also schädigende Angelegenheit, das wäre das richtige Wort. Und die Statistik, die interessieren mich nicht. Ich habe meine Kinder damals, und das ist jetzt fast 40 Jahre her, nicht impfen lassen. Nicht, weil ich sehr viel wusste. Ich wusste nicht 1% von dem, was ich heute weiß über Impfungen. Das war noch nicht so modern. Ich hörte aber, es könnte eventuell auch einen Nachteil haben. Und das reichte mir. Und dann dachte ich nach, die Menschheit hat sich vermehrt seit Millionen Jahren ohne Impfstoffe. Bitteschön, warum soll das nicht weitergehen? Und sterben tun so viele Menschen sowieso. Und also ich habe es aus Instinkt nicht gemacht. Heute bin ich natürlich ganz stolz drauf. Ja, das heißt aber nicht, dass ich eine Supermutter war. Das war ich nicht. Und deswegen vielleicht heute habe ich das Bedürfnis, das nachzuholen, weil ich vor 2,5 Jahren Großmutter geworden bin. Und von da an habe ich gemerkt, was ich alles falsch gemacht habe. Aber damals, da war ich viel zu viel mit meinen Problemen beschäftigt, weil ich selbst keine Liebe bekam. Ich wurde abgegeben, ins Heim gesteckt. Da ist nichts. Was soll ich Kindern geben, was ich nicht habe? Aber das kann sich entwickeln, das kann wachsen, und das sage ich alle denen, die auch keine Liebe bekommen haben oder sehr wenige Aufmerksamkeit bekommen haben. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht denken, ich habe es nicht bekommen, ja, es wird nie was werden. Doch, es wird was werden. Und dafür haben wir die Bewusstheit, das Bewusstsein, das allergrößte Geschenk, was sich ein Mensch machen kann, ist das Bewusstsein. Bewusst zu sein. Und es gibt kaum einen Tag, an dem ich nicht sage, danke, dass ich in diese Inkarnation endlich aufgewacht bin. Endlich nicht mehr mit dem Strom schwimmt. Ja? Ja, und jetzt kommen wir zum anderen Thema. Hast du einen Filzstift hier? Ja, genau. Vorhin hat Seewald, keine Ahnung, ich habe es mir nicht gemerkt, hat eine Tafel gezeigt, habe ich gedacht, eigentlich könnte ich sie übernehmen. Ihr merkt, ich habe ja nur das hier, ist egal. Das ist das Cover meines neuesten Buches. Vorhin war Titel drauf und so weiter. So, gut, so etwa, ja. Da oben kommen die ganz große Macht, die Machthaber oder so. Das sind die Menschen, ja. Das sind die Menschen, die wir nicht kennen. Sie bleiben sozusagen, die bleiben verschleiert. So, in der Dunkelheit. Und sie geben die Anweisungen. Also da sind die ganz Geheimgesellschaft und so weiter. Und das, die Macht, das bedeutet gleichzeitig die Reichste, die Allerreichste. Die geben die Anweisungen an die Politiker. Du kannst mich gerne verbessern, du kannst dich ja super aus, Michael, ja. Das ist nicht unbedingt mein Fach, und ich muss sagen, wenn mir jemand gesagt hätte, du wirst ein bisschen was über Politik sprechen, in 1 Jahr oder in 10 Jahren, ich nie, aber jetzt bin ich richtig reingekommen. So, und die Politiker, die geben dann,
die Anweisungen an die Ärzte, an die Lehrer, an die Polizisten, die Richter, die Bauer, die Öko und so weiter. Und wer noch? Hm? Was noch? Alles Mögliche. Und diese Menschen gehorchen. Wenn sie nicht gehorchen, können sie ihr Haus nicht abbezahlen. Sie sind schnell weg. Das wissen wir. So, sie wollen aber ihr Haus abbezahlen können, sonst läuft die Frau davon oder der Mann. Was ist das jetzt? Ah, so, ja, gut. Und, naja, macht nichts, stört nicht. Also gut, eigentlich die Politiker haben die Aufgabe, dem Volk zu dienen. Tun sie das? Ein bisschen lauter. Nein! So, hier, die haben die Aufgabe zu dienen. Fangen wir mit der Ärzte an. Wer hat das Gefühl, dass der Arzt wirklich dient? Abgesehen von Einzelfall, mein Arzt ist ja ein ganz netter, ja gut. Trotzdem gibt er dir eine Spritze, trotzdem so und so, oder er steigt aus oder er findet dazwischen eine Möglichkeit. Das kann sein. Aber im großen Ganzen, also ich würde sagen, 95% der Ärzte gehorchen. Es bedeutet nicht, dass sie in ihrem Herz, in ihrem Kopf damit einverstanden sind. Aber sie haben noch nicht die Lösung gefunden. Also machen sie mit. Mit den Lehrern, was die uns lehren in der Schule, das ist reine Katastrophe. Ich war letzte Woche auf einem Vortrag und von André Stern, sagt das jemand? Bitte Finger hoch, ja? Sehr wenig. Also André Stern, bitte merkt euch, ich schreibe hier den Namen, André Stern wie der Stern. So, das ist ein Deutsch-Franzose, aber letztlich ein Franzose, weil er wohnt in Paris. Und ja, und der mit seiner Schwester, die sind nie zur Schule gegangen. Ich habe letzte Woche einen brillanten, dreistündigen Vortrag, es war nicht langweilig, man wäre noch weiter geblieben. Und da ging es darum, dass die Kinder verbildet werden. So. Und das sind die Lehrer. Gut, kann man sagen, ja, sie haben das studiert und dann sind sie fertig und dann wollen sie erstmal loslegen, Geld verdienen. Und so passiert es mit allen Berufen. Das gleich mit den Rechtsanwälten und so weiter. So, das kommt uns so vor, als wären wir der Sache ausgeliefert. Wann soll sich das ändern? Wie soll sich das ändern? Und jetzt kommt das Thema eines Menschen, hier schreibe ich das hier. Das ist nicht mein Thema, aber ich war sehr beeindruckt. Etienne Chouard, schon mal jemand gehört? Chouard, na also da habe ich ihn, Chouard. UARD, wer Französisch kann, muss unbedingt, kann jemand Französisch hier? Sehr wenig. Sehr wenig. Dabei dachte ich, dass Frankreich und Deutschland wollen zusammenschmelzen. Ja. Da sind wir aber noch nicht losgegangen. Alles klar. Ist nicht lang. Etienne Chouard, der hat diesen Satz ausgesprochen. Nous nommons démocratie son strict contraire. Das ist so in mir reingegangen. Wir nennen Demokratie sein striktes Gegenteil. Und genau so ist es. Und unter diesem falschen Namen können die Politiker alles Mögliche machen. Und dann kommen Leute und sagen, was wollen Sie denn? Was willst du denn? Wir sind doch in einer Demokratie. Ja, kannst du mir zeigen, wo? Nehmen wir nur an das Gesundheitssystem. Wann darf ich entscheiden, was für mich richtig ist? Wenn ich es für mich entscheiden, muss ich es selbst zahlen. Wer kein Geld hat, schaut doof. So ist das doch. Genau. Also, und wenn ihr jetzt nicht nur das Gesundheitssystem, das Rechtssystem, die Ökologie, egal was wir, das geht alles gegen das Volk. Wo bleibt das Dienen der Politiker und das Dienen ihrer, wie nennt man das hier, Beamten oder, ich weiß nicht,
Erfüllungsgehilfe Systemknechte. Systemknechte, nicht schlecht. Gut. Das Gegenteil ist der Fall. Wir, kleine Ameisen hier, ganz viele kleine Ameisen, Millionen, wir hier, wir werden instrumentalisiert, um ihre, also hier gibt es ein bisschen was ab und dazwischen ein bisschen was ab und hier gibt es dann die Globalisierung. Und die bekommen den, was soll das? Es ist krankhaft. Diese Menschen gehören alle in die Psychiatrie. Alles klar. Gut. Ja, ist ja lustig, weil du machst mir so, ja, 10 Minuten. Und ich habe nein, das ist wichtig. Und ich habe gedacht, du sagst, darüber darf man nicht reden. Und ich dachte mir, oh, wenn ich hier nicht darüber reden will, wo, dann gehe ich gar nicht mehr, nirgendwo. Alles klar. Gut. Also, vor rund 2500 Jahren, 2500 Jahre, rund, ja, 200 Jahre lang gab es in Griechenland, daher kommt es, die Demokratie, gab es die Demokratie, ja? Demos, Kratos, Demos, das Volk, Kratos, Demos. Es heißt nicht Volk, Ethnos heißt Volk. Es heißt Dorf. Ethnokratie gut ist, aber jetzt will ich nicht. Ich weiß. Das stimmt. Ja, okay. Also jedenfalls, Demokratie ist diejenige Staatsform, in der das Volk bestimmt. So, bestimmen wir? Wir wählen, also ich wähle nicht, aber wir wählen Menschen, die wir gar nicht kennen. Und dann kommt eine Frau Merkel und sagt, wir sollen nicht glauben, dass das, was vor der Wahl gesagt wurde, nach der Wahl noch Gültigkeit hat oder so ähnlich. Ne? Hallo, wo sind wir denn? Dann brauchen wir doch gar nicht mehr zu wählen. Ja, das tue ich auch. Ja, es ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber mir fällt nichts anderes ein momentan. Ja. Also, ich weiß nicht, was du das, Michael, der letztens sagte, nicht wählen ist das Beste, was du nicht das in einem, naja, also ich verlasse mich ein bisschen auf dich, du hast ja das große Wissen. Na gut, nicht wählen. Tatsache ist, da läuft etwas ganz verkehrt rum. Wir dienen die, die da oben sind, das muss genau umgekehrt. Tschup. In Griechenland war das so, es ist natürlich eine sehr umfangreiche, unbequeme Angelegenheit, so zu wählen, wie es damals in Griechenland der Fall war. Jeden Tag wurde neu gewählt, jeden Tag wurden die Parlamentarier neu gewählt. Jeden Morgen trafen sich zwischen 1000 und 2000 Menschen auf einem Platz und es wurden nicht gewählt Menschen, die gewählt werden wollen. Warum? Weil, wenn jemand dieses Gefühl hat, der Macht, es kann sein, dass das schief geht. Die Chance ist groß. Die Macht als solche hat die Tendenz auszuufern. Jegliche Art von Macht, jegliche Art, haben die Tendenz, die Grenze zu überschreiten. Das ist per se. So ist es nicht normal, dass diese Menschen hier die Gesetze diktieren und sie uns weitergeben. Wir müssen die Gesetze, wir müssen sie entwerfen. Da werden sie sagen, ja, das geht ja nicht. Da muss man clever sein. Mir liegt sehr viel daran, dass ich das an dem deutschen Volk erzähle, obwohl ich bin auch selbst Deutsche. Jetzt hört man doch, oder? Ja, ich habe doppelte, auch so wie Herr Seewald, habe ich doppelte Nationalität. Ja, jetzt fragen wir uns erstmal,
Wozu und wofür gibt es überhaupt eine Verfassung? Eine Verfassung hat oder sollte nur einen Sinn haben, wer sagt es? Das Volk zu schützen. Sonst nichts. Das ist die der ursprüngliche Gedanke. Eine Verfassung, wir haben übrigens in Deutschland nicht unbedingt eine Verfassung. Bitte, lassen Sie uns, oder man könnte auch sagen Konstitution. Lassen Sie uns drüber hinwegkommen. Ich weiß, es geht um Grundgesetz und so weiter. Ich nenne es jetzt mal Verfassung. Ja? Das ist nur deswegen. Warum? Weil zum Beispiel die Griechen hatten gemerkt, dass die Menschen zuerst ganz nett waren, aber wenn sie da oben waren, sie waren nicht mehr nett. Sie waren verrückt geworden. Warum? Weil Macht per se macht verrückt. So, das müssen wir akzeptieren. Und dann lassen wir uns von Verrückten regieren. Wie geht denn das? Wie geht das denn? Ja, und so stehen wir da heute. Also was machen wir? So, jetzt werden Sie fragen, wie geht denn das? Ich kann euch das auch nicht so schnell sagen. Und auch dieser Etienne Chouard, der jetzt sehr berühmt ist, über die Grenzen. Es gibt genügend in Englisch, könnt ihr auch mal abrufen, das ist in Englisch übersetzt, wenn ihr Englisch könnt. Der sagt auch, wir haben noch nicht die Lösung gefunden. Aber das ist kein Grund, dass wir nicht vorwärts kommen und das ist kein Grund, dass wir nicht die Richtung umdrehen. Das ist kein Grund. Und bitte merkt euch das. Ich sage das nochmal, weil ich habe da und dort gehört, ja, wir treffen uns jetzt zum vierten Mal, ne? Ja, und das ist nicht richtig vorwärts gekommen. Doch, es ist eine Menge vorwärts gekommen. Es ist so, wir sind gewohnt an Dinge, die wir anfassen können, die wir sehen können, die wir... Es tut sich was. Das, was wir hier machen als Vorbereitung für eine neue Welt, das ist eine feinfühlige Vorbereitung. Wir werden keine große Blume daraus sehen, die da entstehen. Das wächst langsam, bis ein gewisser Pegel erreicht ist. Und dann macht es Bums. Ja. Und lassen wir alles das, was uns nicht so gut gefällt, nicht so anspricht, lassen wir es liegen. Konzentrieren wir uns auf das, was wir sehen, was wir schon geschafft haben, was wir schon integriert haben. Das, auch wenn wir Rückschritte machen, das macht nichts. Wir stehen auf und wir gehen weiter nach vorne. Und das geht unendlich. So, wie wir jetzt die Demokratie oder eine andere Form, es kann auch eine ganz neue Form geben. Eine ganz neue Form. Bitte. Ich weiß, das deutsche Volk ist super intelligent. Das habe ich immer wieder gemerkt. Ich habe Weltreisen gemacht, ich war auf alle Kontinenten und immer wieder habe ich gemerkt, das deutsche Volk wird verehrt. Es ist intelligent. Also ich hoffe, dass man mir nicht vorwirft, ich bin rassistisch im guten Sinne. Ja, und wenn es so ist, wäre ich nicht ein bisschen Rassist. Naja, also gut. Ja, also Entschuldigung, also das wäre verrückt zu sagen, ich liebe alle Menschen, egal welche Farbe und egal wie und was und wo. Es kommt darauf an, auf die Persönlichkeit. Und wenn ich die Leute nicht kenne, zuerst liebe ich sie nicht alle. Später. Voilà. So, jetzt muss ich leider schon ein bisschen Schluss machen, kriege ich da ein bisschen Zeichen. Ja, ich denke, dass ich es war ein ganz kurzer, Konferenz. Aber vielleicht habe ich doch einen kleinen Samen jetzt reingetan bei einigen Menschen, wie wichtig es ist, dass wir die Bedürfnisse der Kinder und dass wir uns nicht in diesem System einfangen lassen, der besagt, dass die Mütter bald arbeiten gehen. Wenn sie das müssen, tun sie es, aber wenn sie es können und sie haben die Wahl, Bleiben Sie bei Ihrem Kind. Die Kinder werden Ihnen das hundertfache zurückgeben. Und stillen Sie so viel Sie können. Das ist wirklich, ich bin gleich fertig. Und das möchte ich euch mitgeben. Das ist der allerwichtigste Beruf, der Beruf der Mutter. Das ist der Beruf von den Menschen, die eines Tages groß sein werden. Ja!
Das ist der wichtigste Beruf. Ich habe natürlich gut zu reden. Ich komme auf dich zu. Bitte deine Webseite noch an. Ach so, Website, oh, es ist nicht up to date, kann mir jemand helfen? Du weißt es selber nicht, aber... Aber, okay. Du hast ja Bücher drüben, ne? Ganz kurz sage ich noch was, weil sonst ist doch schade. Also, ich habe ein paar Bücher hier. Joe hat wunderbare Bücher geschrieben, wir merken, kein einziges verkauft worden. Ich habe auch wunderbare Bücher geschrieben. So, und jetzt, weil gestern der Heinrich Fischer hat gesagt, UCC... Uniform Commercial Code, yes? Ja. Ja, okay. Das steht hier drin, das ist ein Wörterbuch, das steht hier drin. Auch das Scha-F-Gesetz, Enteignungs, alles möglich, auch Kinder und Gebärende und die keine Lust auf Sex haben, das musste ich gerade sagen. Frauen, die Kinder bekommen haben, das habe ich hier geschrieben, haben ein anderes Programm, als mit ihrem Mann rumzumachen da. Das ist wichtig. Es sind ganz viele tolle Wörter. Also, dann würde ich sagen, ich schließe meinen Vortrag ab. Wir müssen jetzt leider ein bisschen auf die Uhr gucken, weil wir schon ein bisschen im Verzug sind. Es geht gleich weiter mit Stefan Josef Dick, Wertschöpfung durch Wertschätzen. However, wie immer das geht. Aber ich schätze ihn erstmal wert, dass er da ist. Mal gucken, was er da draus macht. Lerne ich auch mal mit so einem Ding umzugehen? Ja, herzlich willkommen. Mein Name wurde schon gesagt, Stefan Josef Dick. Ich bin seit 10 Jahren dem Thema Wertschätzung sehr verpflichtet. Ich arbeite als Coach und Trainer und habe gemerkt in meiner Arbeit, dass eigentlich die Basis jeglichen Erfolgs Anerkennung, Wertschätzung, Liebe, Verständnis ist. Und habe versucht herauszufinden und herauszuarbeiten, ja, wie funktioniert denn das, weil ich habe festgestellt, es gibt Menschen, die können das, die sind einfach klasse. Und um die herum scharen sich Menschen, die einfach das auch anziehen. Und dann gibt es andere Menschen, die würden es gerne lernen, aber die wissen nicht wie. So. Und diese Kluft, diese Spannung zu lösen, das ist mein Auftrag, den ich mir selber gegeben habe. Und ich freue mich, heute hier zu sein und euch davon ein bisschen was mitgeben zu dürfen. Ja, ich fand es toll, wie du gerade vorhin ohne Zettel, ich brauche ein bisschen Hilfe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich möchte am Anfang einsteigen und uns die Gelegenheit geben, uns mal hier anzuschauen. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute haben wir im Raum hier? Ben? Wie viele Leute haben wir im Raum? Aber nicht verstanden. 100 Menschen, Durchschnittsalter 35, ja, vielleicht ein bisschen mehr. Wenn ihr das zusammenrechnet, dann sind wir bei ungefähr 4000 Jahre plus minus Lebenserfahrung, 4000 Jahre Potenzial, 4000 Jahre Fähigkeiten, 4000 Jahre schöne Erlebnisse. Und ich lade euch ein, euch mal umzuschauen und mal zu gucken und in Erwägung zu ziehen, was hier alles im Raum ist. Was für großartige Menschen mit schönen Träumen, mit Kompetenzen, mit Engagement. Schaut euch einfach mal um und spürt diese Schönheit, die hier ist. Menschen sind auch von hinten schön.
beschäftige mich unter anderem mit diesem Thema, weil ich in der Familie groß geworden bin. Meine Mutter ist eine sehr kritische Frau und ich habe gelernt, Dinge zu sehen, zu analysieren und zu kritisieren. Also das passiert in meinem Kopf ganz schnell. Ich stehe hier oder sitze da, ich sehe euch und dann kommen die Gedanken. Oder vielleicht geht es euch ähnlich, ich stehe hier oben oder andere Redner und dann kommen Gedanken darüber. Und meine Gedanken sind nicht immer die freundlichsten. Das heißt, mein Kopf, meine innere Stimme präsentiert mir häufig nicht schön genug, nicht groß genug, nicht klein genug, redet zu viel Unsinn, macht nur dalla. Also es gibt hier eine ständige innere kritische Stimme. Und ich habe gemerkt, es tut nicht so gut, der zu viel Aufmerksamkeit zu geben. Wem geht es ähnlich wie mir? Okay. Und ich habe mich gewundert über mich selbst, gerade wo ich angefangen habe, das wahrzunehmen und zu unterscheiden. Da dachte ich, hey, das hört ja gar nicht mehr auf. Je mehr ich dahin schaue, desto größer wird dieses Gespräch in meinem Kopf. Und das fand ich faszinierend. Ja, irgendwann musste ich auch über mich lächeln, wie automatisch Prozesse in mir Dinge immer wieder schlecht machen, Dinge immer wieder blöd reden, Dinge immer wieder klein machen. Und ich habe gelernt, dass es was braucht von mir. Und ich glaube, die Basis davon ist Bewusstsein, Bewusstheit. Es braucht von mir eine tatsächliche, bewusste Ausrichtung auf die andere Seite. Und damit möchte ich eigentlich hier anfangen. Ich will uns mal Gelegenheit geben. Ich bitte Iris, Iris, wo bist du? Okay, gerade nicht da. Ich bräuchte Michael oder Joe, ich bräuchte irgendjemand, der ein Handmikro da reinreichen kann. Weil ich würde euch gerne hören und meine Einladung ist, jetzt gerade mal für den Augenblick das umzudrehen und einfach mal paar Dinge anzuerkennen, die euch heute hier schon gefallen hat. Wer immer irgendwen irgendwas hier anerkennen möchte, was heute hier dir schon Schönes widerfahren hat, der Joe kommt zu dir. Stehst du bitte auf, sagst deinen Namen? Ja, natürlich. Danke. Also ich heiße Luana Baumjohann und ich finde es übelst geil, also ich finde es voll schön, dass ihr alle heute hier seid, weil ich finde es halt einfach toll, dass so viele Menschen sich halt dazu bequemt haben, in Anführungsstrichen mal hier hinzukommen, auch wenn sie von anderen vielleicht ein bisschen schräg angeguckt werden. Also ich klatsche jetzt mal für euch. Ja, weitere, wer möchte noch? Da hinten. Hallo, ich bin die Ute und die Herzenskraft der Vorrednerin war ein enormes Plus und ein ganz großer Anteil ihres gesamten Vortrags. Fantastisch. Danke, Ute. Schauen wir noch ganz hinten. Ganz hinten. Hallo, ich bin Daniela Pöllmann, ich komme aus Erlangen, bin schon mehrmals hier gewesen und ich habe mich heute super gefreut, dass ich ein Gesicht erkannt habe, nämlich die Elle, die ich schon jahrelang nicht gesehen habe und die kommt aus dem Erzgebirge und ist heute auch da. Danke. Da vorne? Entschuldige das. Ja, Joachim Zipperer. Heute Morgen die Einstimmung, diese Raumgebung, die hat mich total erfüllt und das Wunderbare fand ich daran eben, da ist Raum, da ist eigentlich alles das, was nachher mit Worten benannt wird. Das Mikro ein bisschen, ja, danke. Was mit Worten vielleicht benannt wird, aber die Einheit, ja die Einigkeit, eigentlich das, was alle jetzt hier wollen und darüber reden, das ist da schon da gewesen und also das hat mich sehr stark erfüllt und das deswegen, ich fand das auch super, was Medi gesagt hat, eben dem immer noch mehr Raum zu geben. Das möchte ich einfach hier nochmal ganz stark betonen, dass das, was da heute Morgen gewesen ist, dass das jeder zu Hause und für sich selbst immer wieder pflegt und hegt, das ist dann die Pflanze, die für alle schön werden wird. Danke. Ja.
Ja, hallo. Daniela Magnus ist mein Name. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Für mich ist das Ganze so ein bisschen wie ein Traum, der langsam in Erfüllung geht. Ich habe lange mit unserer Gesellschaft des Ichs gekämpft. Es war ein harter Kampf. Und ich freue mich wirklich langsam in der Gemeinschaft des Wirs anzukommen. Und freue mich total über die ganzen Energien. Und ich weiß auch, ich spüre das Potenzial. Und ich freue mich eigentlich jeden Tag auf das, was da auf uns zukommt. Möchte die Chance nutzen, hier mit dem Mikro in der Hand einfach auch nochmal allen Danke zu sagen und das Wir zu unterstreichen und uns wirklich als zusammenhängenden Organismus so langsam aber sicher anzuerkennen. Einen kleinen Spruch, globaler Weltfrieden durch lokale Menschenzufriedenheit. Damit sind wir alle gemeint. Danke. Hallo, ich bin die Isi und ich freue mich total, hier zu sein. Ich wurde heute Morgen regelrecht überredet oder überzeugt, hier zu sein, weil es mir eigentlich heute gar nicht so gut geht. Und ich spüre aber auch, dass das ganz viel mit mir macht. Und es tut mir total gut zu sehen, dass so viele Gleichgesinnte da sind. Danke. Ich bin Eleonore und ich möchte nochmal meinen Dank aussprechen für den hervorragenden Vortrag von Vaceslav Seewald, also an die beiden Seewald-Brüder. Und ich bin total froh, dass das Göttliche sie zu uns geschickt hat, mit dieser Aufgabe uns zu erinnern und das Band neu zu schmieden. Und herzlichen Dank an alle, die hier sind. Danke. Noch zwei Stimmen. Also ich bin Sabine Heidenblut und ich bin auch durch, ich kann den Namen so schön nicht aussagen, Vaceslav Seewald, von gestern inspiriert und erinnert worden, was die Heimatliebe angeht. Und mir ist dann gestern so ein altes Lied durch den Kopf gegangen und mir ist der Text nicht vollkommen eingefallen. Und ich danke der Eleonore, dass die das heute auf der Bühne gesungen hat. Dankeschön. Die eine Dame noch mit der Brille, ja, dann mache ich weiter. Dankeschön. Ich komme aus dem bayerischen Raum und ich bin mit der ganzen, okay, ich komme aus dem bayerischen Raum, hatte eine sehr lange Reise hier und habe mich so das Bild bekommen, ich fahre durch auf der Erde im Hochzeitskleid. Es war so unwahrscheinlich schön, dieses lichte Grün und das Weiß. Und wir sind wie die Babys und machen die Transformation und das Entstehen mit und eben auch die Aktivität und die Verantwortung in diesem Reichtum, uns jetzt zu bewegen und den anzunehmen, aber auch die Dankbarkeit, da aufgerufen zu sein, das zu erleben und mitzumachen und umsetzen zu können. Dankeschön. Vielen Dank schon. Ihr merkt es schon. Einer der Geheimnisse der Wertschätzung ist, wir müssen es aussprechen. Sprache ist einfach etwas, das uns geschenkt ist, dass wir die Dinge, die sich vielleicht in unserem Kopf gesammelt haben, fokussieren und in ein Wort oder in einen Satz bringen. Und das Hören von einem Erlebnis, das vielleicht jetzt einer hatte, beschenkt jetzt 100 Menschen. Und das ist was ganz Großartiges, was immer überall funktioniert, wenn du das Schöne und Besondere, was du erlebst, tatsächlich vermehrst, indem du es sprichst. Ja. Vor circa 35 Jahren hat ein Mann, David Cooperwriter, war damals ein junger Student in Amerika, die Idee gehabt, zu forschen, wie Menschen sich am besten weiterentwickeln. Und er hat damals Sportteams trainieren lassen, 3 Rugby-Teams, und hat in seiner Diplomarbeit oder wie das dort heißt, Masterarbeit, ich weiß nicht genau, hat er einfach untersucht, wie sich eine Teammannschaft am effektivsten und schnellsten weiterentwickelt. Und er hat 3 unterschiedliche Trainingsmethoden entwickelt. Die erste Methode ist, wir lernen aus den Fehlern. Und der Trainer war angehalten, mit einer Filmmannschaft alle
Fehlerzüge aufzuzeichnen. Und dann hat die Mannschaft diese Fehlerspielzüge analysiert und hat versucht, sie zu verbessern. Und daran haben die trainiert. Die zweite Mannschaft, die hat nicht nur die Fehler, sondern die hat die Fehler und die Erfolgsbeispiele über Video präsentiert bekommen und die haben an beiden, sie haben sich beides ganz genau angeschaut und haben dann trainiert, sowohl die Fehler zu verbessern, wie auch die guten Spielzüge. Die dritte Mannschaft hat nur die Spielzüge präsentiert bekommen, wo sie wirklich gut waren und haben daran geübt, diese Spielzüge zu verbessern. So, jetzt frage ich irgendjemand, kann sich jemand vorstellen, welche der drei Mannschaften sich die zweite, was sagst du? Die dritte natürlich. Wer ist für die zweite? Wer ist für die dritte? Okay, ich sehe lauter Wertschätzer hier. Ja, kann jemand mir sagen, warum das so ist? Ja, vielleicht, Joe, kannst du nochmal das Mikro? Damit wir uns auch gut hören. Ja, die Dame hinter dem Herrn in Blau. Also ich vermute mal, dass die Spiegelneuronen mit beteiligt sind, die in unserem Kopf das entsprechend dann nachbilden. Geht's gerade mal nach vorne, danke. Also ich hätte ganz einfach gesagt, der Blick geht auf den Weg, wo ich hin will. Ja. Und deswegen komme ich dahin. Ja, gibst du mal noch nach links rüber. Zu der Dame in Rot. Jawohl. Ich wollte das Gleiche sagen, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das wächst. Ja, ganz genau, das ist, danke, können wir mal so stehen lassen, machen wir nachher weiter. Das ist dasselbe im Englischen, the law of attraction. Ja, genau. Worauf meine Aufmerksamkeit, das manifestiere das wächst, ich. Ja. Das manifestiere ich und ganz toll, ich gehe nicht von einem Fehler weg, von etwas, was mir nicht gefällt, sondern ich gehe zu etwas hin, wovon ich begeistert bin. Und was ganz entscheidend ist, ich beschäftige mich mit dem, was schon funktioniert hat. Ja, wir haben vorhin gehört, kleine Kinder, wir sind in der Kultur aufgewachsen hier in diesem Land und dazu zähle ich mich auch, wo es wenig Bewusstheit dafür gab, wie man mit säuglichen Kindern umgeht. Ich habe einen Freund, der hat mir was von einer japanischen Kultur erzählt, der hat Wurzeln in Japan. Dort gibt es das Wort Amal. Hat es mal jemand gehört hier, Amal? Aha, da hinten, ja, sehr schön. Dort werden Menschen, die in Japan diese Bewusstheit noch haben, haben sie ja auch nicht alle, werden die Kinder die ersten 7 Jahre sehr frei aufgezogen. Das heißt, die haben eine Art Narrenfreiheit und die können in diesen 7 Jahren machen, was sie wollen und kriegen nicht ständig gesagt, tu das nicht, mach dies nicht, nimm den Löffel in die Hand, putz dir die Nase, mach deine Kleidung nicht dreckig, fall nicht hin, zieh dir die Schuhe an, zieh dir und so weiter, erkennt das alle, ja, oder die meisten. Und die Japaner sagen, oder die, die in dem Bewusstsein in Japan leben, wer als Kind nicht genügend Amal, also diesen Freiraum und damit auch Liebe-Zuwendungseinheiten bekommen hat, der braucht sein Leben lang eine warme Decke. Ja. Und das habe ich gemerkt, ich brauche das. Ich brauche diese warme Decke. Ich brauche die Menschen um mich herum, die mir immer wieder sagen, hey, du bist gut, ich finde dich klasse, ich glaube an dich. Ich brauche die Beziehungen, die mich in meiner Fähigkeit sehen, in meiner Größe, die mir das Gute zusprechen. Und da ich seit 10 Jahren diesen Beruf mache, Menschen in ihrer Größe zu sehen, kriege ich das natürlich auch zurück. Und das ist der Grund auch, warum ich hier stehe, warum ich, obwohl ich als Kind auch viel geprügelt wurde, warum ich heute so aufrecht stehen kann. Das ist und ich kann, ja, danke. Ich kann uns nur einladen dazu, dass wir uns diese Zuwendung, Zuneigung, diese Gemeinschaft, du hast vorhin gesagt, du fühlst dich hier angekommen in einer Gruppe, ja, so dass wir uns das gegenseitig schenken, weil wir brauchen das, also wir, die meisten von uns. Ja. Das Zweite, was ich gemerkt habe, warum mir dieses Wertschöpfen durch Wertschätzen so gut gefällt, ist, weil ich als Mensch häufig irgendwelche Spannungen habe
Und die Frage ist ja immer, wer bin ich denn dann, wenn es nicht funktioniert? Also wenn alles gut ist und wenn wir hier uns zwei Tage treffen und uns von unserer schönen Seite zeigen, dann ist es meist sehr einfach. Schwieriger wird es dann, wenn wir zu unseren Familien zurückkommen, dort, wo wir jeden Tag miteinander umgehen, wo wir halt nicht immer so freundlich und nett sind oder sein können, wo wir arbeiten, wo wir einfach mit Menschen in Beziehung sind und diese Beziehungen leben. Und das Besondere für mich daran, in der Idee von Wertschöpfen durch Wertschätzen, ist, dass wir aus Konflikten, aus Problemen, aus Reibungen lernen und wachsen können. Der Herr Seewald, ich probiere jetzt den Vornamen nicht nachzusprechen, hat uns das so schön gezeigt, so mit diesen ganzen Trainingsmannschaften, ja, so, die eigentlich ständig dazu da sind, uns nach vorne zu bringen, uns helfen, dass wir uns entwickeln. Und ich möchte diese beiden Teile mit euch jetzt hier auch üben, so den ersten Teil auf das Schöne und Gute schauen und den zweiten Teil, wie gehe ich denn mit Reibung und Spannung um? Das sind sozusagen meine zwei Botschaften für euch. Und für den ersten Teil bitte ich euch, sucht euch mal hier im Raum einen Partner, in Klammer möglichst jemand, den ihr vielleicht noch nicht kennt. Darf auch jemand sein, den ihr kennt. Aber wenn ihr jemand habt irgendwo um euch herum, den ihr nicht kennt, dann findet euch mal in Zweierpaaren zusammen. Und ich sage euch dann gleich, wozu ich euch einlade. Okay. Wir machen es mal so, es geht jetzt darum, dass ihr in dieser Partnerschaft euch gegenseitig ein besonderes Erlebnis erzählen lasst, das ihr die letzten Tage hattet. Und dazu könnt ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmen, diese Geschichte zu hören. Und das Wesentliche daran ist, als Zuhörer, dass ihr mal raushört, was hat die Person, die das erlebt hat, dieses besondere Erlebnis, was hat die dazu beigetragen? Also ihr erinnert euch an die Rugby-Mannschaft, man schaut sich die guten Spielzüge an, aber man untersucht dann, ja, warum war der jetzt gut? Was ist denn der Faktor dafür, dass es diese Art von guten Spielzug gegeben hat? Und das sind wir nicht gewohnt. Ja, wir sind gewohnt, Fehler zu analysieren, das sind wir als deutsches Volk oder als Deutsch, das sind wir da sehr perfekt. Aber mal unsere Erfolge zu analysieren und dahinter zu schauen, was ist denn das Besondere daran? Und ich mache das mal mit irgendjemand von euch vor. Ich brauche nochmal das Mikro schon. Oder Iris, hast du das noch? Aha. Wer hat eine besondere Geschichte aus den letzten Tagen, ein sehr besonderes Erlebnis, bei dem du mit beteiligt warst, dass dieses Besondere passiert ist? Da hinten ist eins. Ja. Also ihr habt alle solche Erlebnisse so nebenbei. Es braucht vielleicht einen Augenblick, bis ihr euch daran erinnert. Ja, erzähl uns einfach deinen Namen vielleicht noch. Also ich komme aus Berlin. Mein tibetischer Name ist Tenzin Gyamchen vom Dalai Lama. Bin der einzige, soweit ich jetzt weiß, bin ich der einzige Tsitschokling-Lama. Medizin ist mein Ding. Das andere Ding ist, wir hören einen großen Vernetzungssystem an. Also ich führe die Sache. Ich habe zum Schluss jetzt, die letzten Tage, Peter Fitzek kennengelernt. Kannst du das Mikro ein bisschen näher zum Mund, danke. Peter Fitzek habe ich kennenlernen dürfen. Wir, Andreas, ich und ein paar andere in unserer Gemeinschaft, wir haben die Aufgabe, viele Geschichten zusammenzubringen, alles auf einen Nenner für die Neuzeit der Entwicklung zu bringen. Das heißt, da ist Medizin im Vordergrund, Politik für den einen und anderen auch wenn es nicht gefällt, und die Wahrheit, die Notlüge auszumerzen, praktisch auch keine Notlüge mehr notwendig ist, dass man sich in die Augen gucken kann. Das japanische System ist natürlich bei mir auch, ich bin eigentlich in erster Linie Shintoist. In der anderen Linie bin ich halt vom Dalai Lama ein bisschen gezähmt, bin Berliner. Wenn ich mich diesen Vortrag anhöre, werde ich garantiert nicht mit meiner Sprache einverstanden sein. Aber unwichtig. Die mongolische Seite ist auch sehr prägend für schamanistische Sachen,
und für die Zeit, für die ich in Indien studieren durfte, man hat mich immer schräg von der Seite angeguckt. Bin bei den Berlin-Adlern gewesen, war einer der schlechtesten, bin dann aber doch mit, darf ich dich, mit ich bisschen ganz die kurz unterbrechen. danke erstmal, dass wir dich ein Stück kennenlernen. Ja? Und jetzt nochmal die Frage, was ist das besondere Ereignis, deine besondere Geschichte der letzten Tage? Meine besondere Geschichte ist unsere Zukunft. Ja. Unsere gemeinsame Zukunft, unser gemeinsamer Gedanke. Die Begegnung mit dem Peter Pitzek hat mich beeindruckt, weil ich habe erst seine Sachen gelesen. Und dann habe ich diesen Mann, nachdem ich mir gedacht habe, den müsste ich kennenlernen, um mir ein Urteil zu machen. Dann habe ich ihn kennengelernt und habe gesehen, was er geschaffen hat und was er dabei ist, aufzubauen. Und wie bei uns allen ist das Ich das große Häkchen. Und wenn wir uns alle ein bisschen näher angucken und wir überall einen Spiegel haben, geht diese Sache noch schneller vorwärts. Und niemand stellt sich außen hin und sagt doch, naja, ist für mich noch nichts. Wir sind im Jetzt und darf wir sollten ich dich noch aufwecken? Ja, sicher. Danke dir wohl. Erstmal Applaus für dich, danke. Nein. Bleib ruhig stehen, bitte. Stille ist besser, ja. Ihr merkt, ich finde das toll, klasse, dass du jetzt so ein bisschen als Sparringpartner dienst. Ihr merkt, es braucht manchmal als Zuhörer was herauszuhören, was ist denn jetzt das Besondere? Ja? Was ist wirklich das Wertvolle von dem, was du uns schenken möchtest? Ja? Weil da ist was Besonderes dahinter und es war noch nicht leicht zu hören für mich. Ja? Das ist das Gefühl, was man hat. Ein Gefühl, bei etwas beteiligt gewesen zu sein. Nee, nämlich bei einer Wirkungsweise beteiligt zu sein, die sich ständig weiterentwickelt. Aha, okay. Und mit einer besseren Varianz weitergeht. Okay. Und aus den Fehlern, die wir gemacht haben... Stopp. Wir üben gerade, ja? Ja, ja, ja? Also du warst bei etwas beteiligt, von dem du glaubst, dass was Großartiges daraus entsteht. Von dem ich was sehe und weiß, dass das funktioniert. Genau. Und jetzt, danke. Und jetzt sag mir, was ist dein Beitrag daran, dass das jetzt weitergeht? Dass das System eine bessere Linie und eine bessere Führung aus der Bevölkerung bekommt. Nein, das ist nicht... Lass mich machen, ja? Danke. Ja. Du siehst, wir haben ja viele Coaches und Trainer. Klasse. Nochmal, was ist dein persönlicher Beitrag daran? Was tust du dazu? Was ist dein Geschenk daran, dass das jetzt wachsen wird? Meine Tätigkeit ist Akupunktur. Okay. Und du wirst das mit der Akupunktur größer machen, was da jetzt passiert? Sicherlich. Durch diese Vernetzung ist mir die Chance gegeben, noch wirkungsvoller zu werden, dran zu bleiben. Aha. Nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Aha. Und du wirst es inspirieren mit deiner Inspiration, mit deiner Begeisterung. Höre ich das richtig? Nein, die Begeisterung derjenigen, denen ich helfen konnte, die ist mir wichtig. Aha. Meine eigene Begeisterung steht auch untergeordnet, okay. Aber du hast durch das, wer du bist, andere begeistern können. So kann man das sehen, ja. Aha. Danke. Danke. Okay, war jetzt ein bisschen herausforderndes Beispiel, aber auch da können wir üben, ja, das Besondere und das Wertvolle daraus zu hören und auch mal bemerken, was haben wir alles für Gedanken im Kopf, die was auch immer da jetzt tun mit. Ja, so. Und die Einladung ist, lasst diese anderen Gedanken alle einfach auf Seite, sondern konzentriert euch auf das Wertvolle daran, ja, weil es waren ein paar ganz schöne Geschenke drin. Ja. Vielen Dank dafür. Und die Einladung ist jetzt, wenn ihr euch in Partnerschaft zusammengefunden habt, und ich frage mal, wer hat noch keinen Gesprächspartner? Möge bitte die Hand heben. Da ist noch einer. Ah, da hinten, ihr zwei, könnt ihr zusammengehen? Hast du gesehen, da hinten in Blau? Okay, super, ja, so geht die Vernetzung. dass ihr euch jetzt 2x7 Minuten Zeit nehmt, ihr habt gerade gemerkt, es kann ruhig ein bisschen Zeit brauchen. Ja. So, die ersten 7 Minuten hört ihr eurem Partner zu und versucht herauszuhören, was sind die Erfolgsbeispiele dieser Geschichten, was sind die Wirkfaktoren, was hat dazu geführt, dass diese besondere Geschichte so besonders geworden ist. Und nach 7 Minuten wechseln wir und ihr dreht um und der andere erzählt seine Geschichte und ihr versucht daraus zu hören. Also, und go.
Dankeschön. Ja, das ist immer ein kleiner, unangenehmer Aspekt daran, dass die Gespräche häufig so inspirierend und lebendig sind, dass man gar nicht mehr aufhören möchte, wie ihr alle hört. Vielen, vielen Dank. Genau. So, schön, dass ihr wieder da seid. Iris wird jetzt mit dem Mikro rumgehen. Ich möchte ein paar Eindrücke hören, und zwar Eindrücke über euer... Wie fühlt ihr euch? Also, ihr braucht nicht erzählen irgendeine Geschichte, sondern einfach, wie geht's dir jetzt, wie fühlst du dich jetzt? Fantastisch. Danke, verstanden. So ein Gespräch ist ein Herzöffner. Genau. Sag deinen Namen auch nochmal, bitte. Lüder heiße ich. Ja, danke. Wer noch? Ich kann das nur bestätigen. Ich fühle mich wunderbar. Danke. Und dein Name? Marlies. Gib einfach mal das Mikro. Danke. Ja, Michael aus Köln. Ich war, währenddem ich das erzählt habe, plötzlich so berührt, dass ich erst mal innehalten musste. Also eine Begegnung nochmal als Geschenk zu fühlen, indem ich das eben nochmal geteilt habe. Danke, danke, Michael. Danke. Wer noch? Wer möchte noch? Okay. Haben wir alle? Ah, da hinten noch eine. Jawohl, gerne. Also für mich ist es so, als wenn ich in den Spiegel geguckt habe. Ja, danke. Da hat noch eine Stimme, Iris. Ja, ich bin der Horst. Ich bin irgendwo beglückt und fühle auch eine Stärke, auch sich so auszutauschen mit jemandem, mit dem Klaus jetzt hier nebenan, den ich noch nicht kennenlernen durfte. Ja, es ist so, dass man diese Situation, die ich beschrieben habe, die habe ich gerade nochmal erlebt, und ich merke auch, dass ich weiß aus meiner Erfahrung raus, dass ich diese Erfolgserlebnisse, die ich beschrieben habe, dann eben auch die Chance haben, sich stärker zu manifestieren, also auch verstärkt werden. Und das, ja, ich habe es also auch mit einer gewissen Aufregung erzählt, und ich glaube, es hat mich auch nochmal gefreut. Danke. So, noch einer oder eine? Haben wir noch jemand? Gut, dann auch nicht. Doch, da hinten war noch. Da war noch jemand. Jawohl, danke. Ich bin die Ute und ich fühle mich sehr inspiriert, belebt. Und habe eine sehr große Freude an mir selber entwickelt. Bin ganz baff. Mir ging es so, dass du dich jetzt der Person näher und vertrauter fühltest, näher als vorher? Genau, entsteht Beziehung. Ja. So, wem ging es so, dass durch die Geschichte, die du erzählt hast, du von dir selber berührt warst, wie es da gerade erzählt wurde? Aha. Okay. Wenn das euch nicht so ging, ja, dann könnte es daran gelegen haben, dass die Geschichte, die ihr erzählt habt, nicht wirklich ein Highlight war von euch. So, in der Regel, wenn du eine Geschichte von dir erzählst, das eine besondere Geschichte in deinem Leben war, dann geht es nicht anders, wie berührt zu sein. Und das ist das Schöne daran, ich habe ja vorhin gesagt, die Wertschätzung, also das Gespräch im Kopf ist sowieso laut genug, ja, so, das kennen wir alle oder die meisten von uns. Und es braucht diese bewusste Ausrichtung auf das Gute, auf das, was funktioniert. Und wir müssen es sprechen. Und indem wir es sprechen, indem wir die Geschichte erzählen, rekreiert unser System die Empfindungen, die Gefühle. Du hast es wunderbar gesagt, besser hätte ich es nicht sagen können. Du bist selbst berührt von dem, was du sprichst. Und es ist so, als ob du es jetzt und im Augenblick nochmal erlebst. Und das ist ein wirkliches Geschenk, das uns sozusagen unser Körpersystem schenkt, dass wir
ein Erlebnis der Vergangenheit in der Realität jetzt nochmal genauso wieder erleben dürfen. Und das funktioniert einfach wunderbar in Sprache. Ja, ein paar Beispiele, wo man sowas ganz einfach anwenden kann. Ich bin vor 2 Jahren mal nach Madeira geflogen, da war sehr viel Wind, da mussten wir in Teneriffa zwischenlanden. Und da war ich dann mit 190 Leuten im Flugzeug und ich fand es irgendwie blöd und wie das halt so ist. Ja, so. Und dann kam ich auf die Idee, weil wir standen da 2-3 Stunden, wir durften nicht aus dem Flieger raus, weil es halt, warum auch immer, weiß ich nicht. Und dann habe ich angefangen, meine Nachbarin, die da über den Gang war, eine Frau, wildfremde Frau, die ich nicht kannte, zu fragen, was war denn dein schönstes Erlebnis oder ihr schönstes Erlebnis in der letzten Woche? Ja, so. Dann fing sie an, irgendeine Geschichte zu erzählen von ihrem Sohn, der zu ihr kam und sie besucht hat nach so und so vielen Jahren wieder. Daraufhin haben die Leute außenrum mitgehört, was wir da für ein Gespräch geführt haben. Ja, und dann habe ich die, daher, was war denn ihr schönstes Erlebnis? Ja, nach einer halben Stunde hat der ganze Bereich um uns sich gegenseitig schöne Geschichten erzählt. Und du hast diese Energie der Geschichten im ganzen Flugzeug gespürt. Das war unglaublich. Ne? Ja. Da konnten wir wieder abheben, genau. Wir sind dann sogar noch gut in Madeira gelandet, trotz starker Winde. Ja. Was ich sagen will ist, du kannst spontan, meistens dann, wenn es irgendwie dich stört oder eine Situation ist, in der du dich nicht wohlfühlst, kannst du die Energie des ganzen Raumes wandeln. Ja? Indem du anfängst, nach was auch immer zu fragen, vielleicht auch im Kontext des Themas, was da gerade ist, was dir nicht gefällt, hey, was ist denn eigentlich daran auch gut gelaufen? Jetzt haben wir so viel über alles, was schiefgelaufen gesprochen, lass uns doch mal hören, was daran auch gut gelaufen ist. Ja? Und du transformierst sofort die ganze Energie im Raum. Das ist klasse. Was ich auch gerne mache, ich mache sowas gerne auf Festen. Also ich habe zum Beispiel vor 4 Jahren den 80. Geburtstag meiner Mutter gefeiert und habe allen Gästen vorher gebeten, sie sollen mir per Post zuschicken, was sie ein schönes Erlebnis meiner Mutter hatten. Und das haben von 40 immerhin 30 gemacht. Und dann habe ich dann ein Buch draus gemacht über schöne Geschichten mit Anna, so heißt meine Mutter. Und an dem Geburtstag habe ich dann alle Beteiligten, die 30, eingeladen, diese Geschichte vorzutragen. Und das war der Wahnsinn. Es war wirklich irre, was da an Tränen, an Freude und an... Also meine Mutter hat gesagt, so einen schönen Geburtstag hatte ich noch nie in meinem Leben. Genau. Und das Leben meiner Mutter ist nicht unbedingt einfach gewesen mit Krankheit oder sie lebt noch, ist immer noch nicht einfach. Ja, so. Aber diese Geschenke zu bekommen, das ist einfach unglaublich schön. Ich mache das auch gerne häufig am Anfang, vielleicht hier auch ähnlich am Anfang eines 3-tägigen Workshops, dass ich Menschen in kleinen Gruppen gegenseitig erzählen lasse, was sie Besonderes erlebt haben oder worauf sie sich besonders freuen oder womit sie sich belohnen wollen die nächsten Tage für irgendeine Leistung. Ist ganz egal. Ja? Es gibt ganz viele Fragen, die wir stellen können. Was möchtest du die nächsten Tage besonders genießen? Wenn du die Frage mal bewegst, was möchtest du die nächsten Tage besonders genießen? Aha, ich soll was genießen. Was könnte ich denn genießen? Ja? Zum Beispiel die Sonne, das Wetter. Oh, ganz egal was. Ja? Überhaupt den Fokus darauf zu richten, ist ungewohnt, machen wir normalerweise nicht. Und die Einladung ist, seid verschwenderisch damit. Ja, eine Frage? Gib kriegst du ein Mikro einen Augenblick, dann hören wir dich auch. Danke. Ich wollte noch ganz kurz sagen, und zwar, ich habe von meiner Mutter ein Video bekommen. Und wenn ihr lachen wollt, dann müsst ihr euch das angucken. Da haben die ein Experiment gemacht. Da sitzt ein Mann, ich glaube, das war in den USA, in der U-Bahn, ja. Genau, und dann hat er einfach mal... Angefangen zu lachen. Angefangen, ach, das ja. Kennt ihr. Fantastisch. Dann haben alle mitgelacht. Müsst ihr euch Man Love in Station auf Englisch, müsst ihr einfach mal YouTube einschalten. Unglaublicher Video. Man Love in Station, heißt das so? Ja. Man Love in Station. Ja, danke. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert, kann ich nur zustimmen. Es gibt auch ein zweites Video, was ihr euch anschauen könnt, das heißt Validation. Ist ein 14-minütiger Film. Kennst du den, Validation? Ja, dich meine ich. Validation. V-A-L-I-D-A-T-I-O-N. Validation. Egal, ihr findet es. 14 Minuten reinste Ausrichtung auf das Schöne und Gute in einer kleinen Geschichte verpackt. Ist ein fantastischer Film. Also kann ich euch sehr empfehlen. Ja.
So, gehen wir zum anderen Teil, wenn es mal nicht so funktioniert. Ja. Wenn die Kacke am Dampfen ist, würden wir sagen, in Deutschland. Vielleicht, ich will eine kleine Übung mit euch machen, indem wir alle eine Situation auf unseren Schoß nehmen. Auch da behaupte ich einfach mal, jeder von uns hat irgendwas, wo es sich reibt, irgendwas, wo du eine Spannung in dir trägst, wo du verstimmt bist, ob es mit deiner Familie ist, mit deinem Freund, mit deiner Freundin, mit deiner Arbeit, ganz egal. Es gibt in jedem Leben von uns. Und die Einladung, was wir gleich machen werden, ist, dass du einfach so eine Sache auf den Schoß nimmst, bildlich gesprochen, und ich werde ein paar Sätze vorlesen und du kannst darüber meditieren und danach werden wir ein paar Stimmen von euch hören. Und Hintergrund dieser Übung ist, dass wir meistens, wenn uns was nicht gefällt, meinen, entweder du selbst oder andere müssten irgendetwas tun, um die Situation zu ändern. Sprich, wir sind mit irgendwas im Widerstand, und Widerstand in unserem Gehirn offensichtlich, keine Ahnung, glauben wir, muss dadurch gelöst werden, dass sich im Außen irgendwas ändert. Und die Einladung dieser Übung ist, dass die Änderung nicht im Außen stattfinden muss, sondern dass die Änderung bei dir selbst stattfinden kann. Und wenn du es selber in dir gelöst hast, dann ist es völlig wurscht, ob es sich im Außen löst oder nicht. Und wenn es völlig wurscht ist, ob es sich im Außen löst oder nicht, löst es sich meist mehr oder weniger von allein, oder es sind die Engel oder keine Ahnung wer. Auf jeden Fall, der Widerstand, ihr habt das Bild am Kopf, ja, also die Guten und die Schlechten, und das sind die Trainingspartner, die sind nur deswegen im Training mit uns, weil wir im Widerstand sind mit irgendwas. Wenn wir keinen Widerstand mehr haben, dann haben wir auch keine Trainingspartner mehr, und dann passiert das Positive von alleine. Das ist Hintergrund dieser Übung. Und ihr braucht mir das nicht glauben, also sinngemäß glaubt mir sowieso kein Wort, was ich hier sage, weil es geht nicht um Glauben, sondern es geht darum, dass du einfach deine Erfahrung damit machst. Ich habe noch 7 Minuten, jawohl, super, dann passt es ja genau bis zum Schluss. Ne? Danke, danke. Ja, die Bitte ist, dass ihr euch eine Situation auf euren Schoß nehmt, wie ich schon sagte, irgendeine Spannung, irgendwas, was sich reibt. Und wenn ihr eine Situation habt, hebt da einfach die Hand, dann habe ich ein Bild dafür. Okay. Genau die. Danke. Und ich werde jetzt 5 Sätze vorlesen und nach jedem Satz eine kurze Stille machen. Und du guckst einfach, was in der Stille passiert. Und danach sammeln wir noch ein paar Stimmen ein, Joe, und dann sage ich Danke und Tschüss. Okay? Wie wär's mit Wertschätzung jetzt? Ich anerkenne, was ist, wie es ist. Neben den lauten Stimmen in mir höre ich auch die leiseren, die vielleicht ganz anders tönen.
könnte das Geschenk dieser Situation sein? Letzter Satz. Wie handle ich jenseits von richtig und falsch? Schön. Kommt langsam wieder zurück und Iris gibt euch das Mikro, wer immer jetzt was sagen möchte, hebe die Hand und erzähle uns. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, halt die Konsequenz oder so aus dem, was auftaucht oder was da ist, ist eigentlich immer Selbstverwirklichung. Für mich gibt es keinen anderen Grund als Selbstverwirklichung, weil das Selbst will einfach verwirklicht werden. Das ist es. Dein Selbst will verwirklicht werden. Ja. Danke. Danke. Weitere Wortmeldung? Geht es auch davon? Ich bin Martina. Für mich war es gerade ein sehr eindrückliches, energetisches, körperlich energetisch fühlbares Phänomen, dass mit jedem Satz, den du gesprochen hast, sich das Körpergefühl veränderte. Also das Problem als schwerer Klotz im Solarplexus. Und dann bewegte sich eine Öffnung nach oben mit jedem Satz. Und zum Schluss war ganz deutlich, ich würde mal sagen, das Herz spürbar, wie eine Zentrale im Körper, sehr deutlich spürbar. Das war schön, danke. Danke. Eine Stunde noch hier vor. Ja, ich muss mich sammeln. Am Schluss, ich nehme jetzt auch den Schluss vorweg, wir haben keine Zeit mehr. Das Stärkste war am Schluss jetzt Vertrauen. Also ich fühlte mich dann ganz geborgen, total im Vertrauen und es hat mich sofort erinnert an das, was gesagt wurde mit den Kindern, dieses Urvertrauen. Also ich fühlte mich jetzt wieder ganz im Urvertrauen mit meinem Problem. Fühle dich ganz im Vertrauen in Gott. Und das ist eigentlich alles, also egal richtig falsch fühlt, spielt keine Rolle. Ja, Urvertrauen. Ja. Das war ganz stark da. Mhm. Oh, gibt es noch eine Mitteilung? Gibt keine mehr? Okay. Doch, eine noch. Die letzte. Ciao. Also mein Name ist Tatjana und ich hatte das Finanzamt auf meinem Schoß sitzen und hätte jetzt nicht für möglich gehalten, dass da wirklich eine Antwort erscheint, aber sie kam. Also erstmal vielen lieben Dank dafür und das ist auch das, was ich an diesen Zusammenkünften hier in Alsfeld so liebe, dass die synchronischen Ereignisse hier gerne mal auf den Punkt kommen. Entweder in den Workshops, aber auch in persönlichen Begegnungen. Und gerade das Thema Werten im Sinne von Urteilen, was mit die größte Blockade darstellt im Moment, ist kollektiv sehr spürbar, dass da was getan gehört, ja. Das ist das Thema, ja. Ich selbst bin auch drauf gekommen, dass mir hilft, diese ganzen negativen Informationen zu verarbeiten, dass es mich nicht so runterzieht, wenn ich parallel dazu mich zwinge, an Dinge zu denken, die ich gut finde und die ich eben wertschätze. Und es funktioniert gut. Ja? Aber vielen Dank für deinen Vortrag, das war genau das Richtige. Danke auch. Das war schön. Vielen Dank.
Einen Satz musst du mich noch sprechen lassen. Ja. Ich weiß, die Zeit ruft, aber den Satz will ich noch loswerden. Ja. Erstmal von meiner Seite vielen, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr das nochmal mitnehmt, was sie in ihren Worten gesagt hat, in meinen Worten heißt es, wenn immer du Widerstand in dir spürst, egal gegen was, egal wie berechtigt der dir zu sein scheint im Außen, ja, es ist immer eine Einladung für dich zu wachsen, nach innen zu gehen, zu spüren und deinen Entwicklungsschritt zu finden. Damit sage ich auf Wiedersehen, tschüss, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Alles Gute euch. Danke sehr schön. Hervorragende technische Unterstützung. Ich danke dir auch. Das ist ein wichtiges Thema mit der Wertschätzung. Wie gesagt, ich muss ein bisschen durchhecheln. Ich darf jetzt schon mal den Friedhelm Wegner bitten. Der ist als nächster dran. Und es ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, weil wir von klein auf natürlich die Wertschätzung oftmals nicht erfahren haben, dass wir sie dann anderen auch nicht gerne geben und dass wir das wieder üben müssen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. So.